Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wollen wir euch einmal zeigen, wie pflegeintensiv ein Bullmastiff ist. Hier seht ihr, wie wir Baloo erstmal ein bisschen kraulen. Er liebt das total und zum Teil schläft er manchmal auch dabei ein. Aber generell hat das jetzt speziell nichts mit einem Bullmastiff zu tun, sondern ich denke, fast jeder Hund mag gerne gekrault werden. Also verwöhnt eure Hunde und es tut euch auch gut. So, hier zeigen wir euch einmal im Schnelldurchlauf, wie wir Baloo ausbürsten. Wir benutzen dazu den Furminator. Wie oft wir ihn ausbürsten, das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Also, ich sag mal, im Normalfall, ja, vielleicht so zweimal im Monat, dass wir ihn wirklich richtig kräftig ausbürsten. Aber man kann eigentlich sagen, im Frühling und Herbst, wenn der Fellwechsel so richtig in Gange ist, dann kann man ihn zum Teil wirklich jede Woche ausbürsten. Aber generell merkt man das auch sehr gut bei Baloo, weil wenn er längere Zeit nicht ausgebürstet wurde, dann braucht man ihn einfach nur zu streicheln und man merkt sofort, wie die ganzen losen Haare an seinem Rücken hängen und da wird es dann auf jeden Fall Zeit, ihn wieder auszubürsten. Und er genießt das Ganze in vollen Zügen, also dabei schläft er ziemlich oft ein und ja, ist dann natürlich schwierig, wenn wir dann an der anderen Seite ran wollen. Dann lassen wir ihn immer erstmal ausschlafen und dann machen wir die andere Seite. So, nach dem anstrengenden Ausbürsten kriegt der kleine Baloo ein bisschen Brokkoli, ja, den er erstmal wieder ausspuckt und denkt, hä? Falsches Leckerchen, aber am Ende hat das denn doch noch gegessen. Kommen wir nun zu den Pfötchen. Ja, die cremen wir auch immer mit ein, wenn wir ihn ausbürsten. Und ja, da haben wir einen tollen Hanfbalsam. Ihr könnt aber auch Kokosöl zum Beispiel verwenden, wenn ihr das zu Hause habt. Ja, im Winter muss man natürlich das häufiger machen, weil da muss man natürlich aufpassen, wenn Frost draußen ist, dass die Pfötchen nicht rissig werden. Also achtet immer mal auf die Pfötchen. Aber das ist bei einem Bullmastiff nicht anders wie bei jedem anderen Hund. Ja, ihr seht hier, wir reinigen Baloos Gesicht mit einem lauwarmen, feuchten Lappen. Bei ihm machen wir das aber tatsächlich so, dass wir wirklich nach jeder Futtergabe, weil er ja halt immer noch mit dem Pubertätspickelchen zu tun hat, wirklich nach jedem Futtern kriegt er erstmal das Gesicht abgewischt und abgetrocknet, dass da einfach nicht noch irgendwelche Bakterien in die Pickelchen reinkommen und sich das Ganze dann verschlimmert. Ja, und hier seht ihr einmal nochmal mit dem trockenen Lappen nachwischen und dann kann er sich doch auf jeden Fall wieder sehen lassen. Kommen wir nun zu seinen Ohren. Ja, da ein Bullmastiff so kleine Schlappöhrchen hat, sammelt sich darunter natürlich auch immer viel Schmutz. Achtet da immer drauf, also generell eigentlich bei allen Hunden, immer mal die Ohren kontrollieren. Es können natürlich auch mal Zecken drin sein oder so, deswegen kontrolliert das immer. Aber wir reinigen so circa einmal in der Woche Baloos Ohren. Und wenn wir natürlich im Wald waren und es war sehr matschig, dann gucken wir da auch nochmal zusätzlich rein. Und dafür benutzen wir mal ganz gern die fusselfreien Wattepads.
Also geht da bitte nicht mit irgendwelchen Wattestäbchen rein. Ihr könnt dem Hund da wirklich einen Schaden zufügen und ihn schwer verletzen im Ohr. Aber halt mit diesen weichen Pads, da könnt ihr nichts Schlimmes mit anrichten. Und schon ist Baloo fertig. Also ein Burmasiff ist, was das anbelangt, Thema Fellpflege sehr pflegeleicht. Und man hat da wirklich nicht großartig Aufwand. Und was darf natürlich zum Schluss nicht fehlen für den Kleinen? Ein Leckerchen, denn wer so toll mitmacht, hat sich ein Leckerchen verdient. So, ihr Lieben, und das war's auch schon mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Ganzen doch gern einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis denn, ciao!